Hola y buen días aus Bolivien. Heute findet eine Fiesta International statt. Hier treffen sich viele Familien zum ersten Mal aus verschiedenen Ländern, aus Österreich, Russland, Kasachstan, Germany, Mexiko und natürlich auch aus Bolivien. Viele kennen sich untereinander gar nicht, lernen sich hier heute das erste Mal kennen. Manche sind schon länger hier, einige sind gerade erst frisch angekommen. Und ich bin richtig gespannt, wie der Tag heute hier also verläuft. Also lasst uns einfach mal schauen und los geht's. Keine Fiesta ohne Vorbereitungen. Ich durfte bei den Vorkehrungen beiwohnen. Morgens um 8 ging's schon los. Die Töpfe wurden schon mal aufs Feuer gestellt. Der erfahrene Grillmeister befeuert schon mal das Lagerfeuer. Der Ehrengast, die Ziege, macht sich fertig für den Grill. Tags zuvor wurde sie noch ordentlich geschrubbt und durfte dann über Nacht zwar nicht auf Rosen, aber auf Orangen gemütlich baden und sich ausruhen. Weitere helfende Hände bereiten die Yuca vor. Yuca ist das Grundnahrungsmittel hier in Bolivien und wird anstatt Kartoffeln zu den meisten Gerichten hier gereicht. Dann schauen wir hier mal in diesen Topf, was wird denn hier so vorbereitet. Der Chef des Hauses klärt mich auf, das wird die Suppe de Maní, auf gut Deutsch Erdnusssuppe. Und als Geschmackverstärker kommt ein Teil der Ziege hinzu, und zwar der Kopf. Dann werfen wir noch einmal einen Blick auf den heutigen Ehrengast. Ups, das ist er ja gar nicht, ist ja auch ein Schaf. Werfen wir wieder mal einen Blick auf unseren Lagerfeuerprofi, was er da so Schönes macht. Er versucht sich am Schälen der Yuca. Na, da müssen wir noch einmal üben. Werfen wir einen Blick in einen anderen Topf. Die Maiskolben garen so langsam vor sich hin. Noch einmal einen Blick auf die Ziege. Was tropft denn da so unten raus? Das ist das Fett und möchte raus. Die Grillmeister entscheiden, nun einmal drehen und bräunen von der anderen Seite. Einmal ausgeholt nach links und dann nach rechts und dann mit geballter Manneskraft die Ziege in die richtige Position gebracht. 1, 2, 3 und die Ziege sitzt. Noch ein prüfender Blick. 1, 2 kleine Nachjustierung und alle sind zufrieden. Und noch ein. Nein, besser 2 Stück Holz hinzu, damit die Ziege es auch warm hat.
lasst uns noch einen Blick auf einen weiteren Grill werfen. Was passiert dann hier? Die Öfen wurden befeuert, die Grills wurden angefeuert. Die Ziege ist auf dem Grill. Die Gäste werden jetzt hier in Kürze erwartet. Ja, ich bin gespannt, wie jetzt hier der Nachmittag und der Abend also verläuft. Ja, das könnt ihr dann gerne im zweiten Teil sehen. Bis dahin, wie immer, hasta luego.